Jesus ging in das Haus eines Pharisäers, der ihn zum Essen eingeladen hatte. Danke, genug, genug. Und begab sich zu Tisch. Ach nein, noch nicht. Bitte. Ich will noch nicht. Nun geht, Kinder, es wird Zeit für euch. Habt ihr nicht gehört? Geht. Man darf den Kindern nicht zu viel durchgehen lassen. Was will die denn hier? Ich weiß nicht. Was tut sie da? Wenn er wirklich ein Prophet wäre, müsste er wissen, was das für eine Frau ist, von der er sich berühren lässt. Er wüsste, dass diese Frau eine Sünderin ist. Ich weiß, wer diese Frau ist, Simon. Ich möchte dir etwas sagen. Ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Einer schuldete ihm 500 Dinare, der andere 50. Als beide nicht bezahlen konnten, da erließ er die Schuld beiden. Wer von ihnen wird ihn nun mehr lieben? Ich nehme an, der Schuldner, dem er am meisten erlassen hat. Du hast recht. Siehst du diese Frau? Ich kam in dein Haus und du gabst mir kein Wasser zum Waschen der Füße. Sie hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir zur Begrüßung keinen Kuss gegeben. Sie hat mir, seit ich hier bin, unaufhörlich die Füße geküsst. Du hast mir nicht das Haar gesalbt. Sie hat meine Füße mit duftendem Öl gesalbt. Deshalb sage ich dir, weil sie mir so viel Liebe gezeigt hat, sind ihre vielen Sünden vergeben. Wem aber nur wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Deine Sünden sind dir vergeben. Dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden.